Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herkon Online. So, wir sind hier im Praios Tempel in Greifenfurt. Wollen wir mal schauen, was machen wir denn jetzt heute für eine Quest? Wir haben vier noch offen. Sollen wir eine größere wieder machen? Hier, Schatzjagd, kleiner Mann im Busch, die kenne ich selber noch nicht. Ja, würde ich sagen, wagen wir die mal. Reise zum Eingang der alten Mine. Suche den kleinen Mann. Nix wie Hinder. So, da ist er schon. Die Zwölfe zum Gruße. Hesinde mit dir. Nimm lieber den Kopf runter, sonst entdecken uns die Banditen. Wobei mir haben sie ohnehin schon alles genommen, außer mein Leben. Oh, wie unhöflich von mir. Ich heiße Elgor. Elgor Bachental. Du hast sicherlich schon von mir gehört. Nein? Ich bin der Erfinder von Elgors wunderbar brausendem Pulver. Hm, lecker. Ein einzigartiges Mittel gegen die Reisekrankheit ist das. Aufgelöst in Wasser ergibt es außerdem ein erfrischendes Getränk. Schmeckt nur leicht nach Fisch. Ich sehe schon, du fragst dich, wie eine so berühmte und erfindungsreiche Persönlichkeit wie ich, in die tiefste Heide Greifenfurts kommt. Das ist ganz einfach. Ich suche das braune Höhlenlebermoos, eine äußerst seltene Spezies, die für meine Forschung einfach essentiell ist. Mit seiner Hilfe und natürlich derer von Hesinde und Nandus wird es mir gelingen, eine der großen Plagen der Menschheit zu besiegen. Claustrophobius, die Raumangst. Tja, das wäre was für ein Elfen oder so. Leider sind meine Forschungen zum Erliegen gekommen. Gerade hatte ich diesen vielversprechenden Ort erreicht, da fiel ich den kleingeistigen Narren dort drüben in die Hände. Sie haben mich völlig ausgeplündert, meine wertvolle Ausrüstung, mein ganzes Gold und die Karte, alles weg. Welche Karte? Ich fand auf der Suche nach dem braunen Lebermoos in einer anderen Höhle ein altes Pergament, sicherlich über 1000 Jahre alt. Es guckte unter einen Felsrutsch hervor, mitsamt einer Hand dran. Da wurde irgendwer verschüttet. Sehr lange kann es noch nicht her gewesen sein. Nachdem ich sie studiert hatte, wurde mir klar, dass der Tote ohnehin in der falschen Höhle gesucht hat. Also machte ich mich auf, die richtige zu finden. Die Aussichten, dass darin mein Lebermoos wächst, sind hervorragend. Und nebenbei noch einen Schatz zu heben, ist auch nicht schlecht. Die Karte führte mich zu der Mine dort drüben. Das muss einst die Höhle gewesen sein, die hier aufgezeichnet ist. Wenn du mir hilfst, meine Ausrüstung von den Halunken zurückzubekommen, können wir den Schatz gemeinsam heben. Ich habe hier noch etwas Feuerpulver, den letzten Rest meiner Ausrüstung. Ich kann damit ein Ablenkungsmanöver starten und die meisten Banditen weglocken. Danach erledigst du die paar, die noch da sind, und holst meine Tasche. Sie ist dort hinten in der großen Kiste, rechts vom Eingang in der alten Mine. Sobald du sie hast, treffen wir uns in der Mine wieder. Die Zwölfe mit dir! Doki, mach mal ein schönes Ablenkungsmanöver. Sieht man das Ablenkungsmanöver? Mach mal ein Feuerwerk. Ah. Im Südosten gab es eine Explosion. Die Schurken laufen wie geplant alle in die Richtung. Oder auch nicht. So, rechts vom Höhleneingang, da oben, muss ich also gegen diesen Stärkeren da oben wieder kämpfen. Den haben wir ja schon mal zerlegt. Das ist der aber nicht. Ah!
Der ist das, glaube ich, oder? Nö, auch ein Standard. Na gut. So, ich stehe doch hier. Wieso klappt das nicht? Hol die Tasche. Aha. Ich habe Elgos Ausrüstung. Jetzt stell in die Mine, bevor die Räuber mich bemerken. Nix wie rein da. Lass dir von Elgor die Schatzkarte geben. Ui. Die Zwölfe zum Gruße. Ich mache mich auf die Suche nach dem braunen Höhlenlebermoos. So nah war ich noch nie. Du kannst dich ja derweil schon mal umschauen. Hier hast du die Karte. Bedenke aber, dass sich hier, seitdem sie gezeichnet wurde, sicher viel verändert hat. Such am besten nach alten bosporanischen Inschriften. Das dürften die Gänge von damals sein. Fex mit dir. Die Zwölfe mit dir. Rhonda auch mit dir. Fex, naja gut. Am nördlichen Tunnel ist eine alte Steintafel mit Schriftzeichen angebracht. Das scheint irgendwas. War schon wieder weg. Boing. Diese Stelle entspricht dem X auf der Karte, aber ich brauche Werkzeug zum Graben. In großer... Also Spitzhacken oder sowas. Läuft wieder nicht ganz so flüssig. Aber vorher extra gecheckt, so. Einstellung vom Flashplayer ist nur richtig. Ah, das hier sieht auch ganz brauchbar aus. Haben wir eine Spitzhacke selber nicht bekommen. Und ja, das ist schade, dass da doch noch einige Lecks kommen. Aber es ist ja wie gesagt noch die Open Beta. Möchtest du nach dem Schatz graben? Ja, aber sicher doch. Hier ist tatsächlich etwas vergraben, eine alte Steintafel mit einer Inschrift. Vielleicht kann mir Ergor... Ist ja wahrscheinlich bei der Übersetzung. Texte verschwinden echt viel zu schnell. Da ruft jemand um Hilfe! Oh.
Dann sollte ich vielleicht erstmal dahin. Ich glaube, das war im Südwesten, ne? Nein, das ist bei der Königinspinne. Aber die fette Höhlenspinne hat Elgo erwischt. Seine Ausrüstung liegt hier überall herum. Das war eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte, wie eine Wurst im Darm. Die Zwölfe zum Große! Vielen Dank, damit stehe ich wohl schon wieder in deiner Schuld. Ich war wohl etwas abgelenkt, die Wände hier sind voll mit braunen Höhlenlebermoos. Und bist du fündig geworden, eine alte Steintafel? Natürlich sehe ich sie mir an. Definitiv sehr alt. Hier unten in der Ecke, das ist eine Art Wappen. Die Schrift kann ich nicht lesen. Das ist altes Aureliani, die Sprache der ersten Siedler auf Aventurien. Vielleicht kann dir eine dieser Prioten in Greifenfort helfen. Ich habe, was ich wollte. Falls du nicht noch etwas suchst, könnten wir uns nach Greifenfort aufmachen. Mir ist eine Möglichkeit eingefallen, wie wir uns an den Räubern vorbeischleichen könnten. Die Zwölfe mit dir! Möchtest du dich mit Elgo an den Räubern vorbeischleichen? Ja, warum denn nicht? Traios zum Gruße. So sage denn, was wünschst du, mein Kind? Du hast eine alte Steintafel in der Schrift des Güldenlandes gefunden. Zeig sie mir bitte. Betrachtete die Tafel eingehend. Du hast recht, es ist Aureliani, die alte Sprache der ersten Siedler. Leider gehöre ich nicht zu den Lichtgesuchenen, die sich dem Studium jener Zeichen verschrieben haben. Vielleicht kann dir Nassar, der Ordensmeister vom Bandstrahler Praios, weiterhelfen. Er hat die Schrift einst gelernt. Leider ist er vor einigen Jahren erblindet. Ob er trotz seines fehlenden Augenlichtes in der Lage ist, sie zu entziffern, weiß ich nicht. Möge Praios dir Erleuchtung schenken, mein Kind. Vielen Dank. Praios mit dir. Thank you.
Ich spüre die Aura von etwas sehr Altem. Praios zum Gruße. Und du trägst die Aura, die ich spüre. Zeige mir, was du da hast. Fährt mit seinen Fingern über die gravierten Schriftzeichen. Alt, sehr alt. Aureliani, eine Sprache, die schon ausgestorben war, als diese Steinplatte gefertigt wurde. Sie spricht von einem Ritter, der seine Stellung gegen die Orken verteidigte, bis zum letzten Tropfen seines Blutes. Sein Erbe wurde von den rasenden Schwarzpelzen verborgen, aber es fehlt ein Stück an dieser Tafel. Nur mit diesem hier wirst du den Schatz nicht finden. Hier ist ein Wappen oder Siegel. Das muss das Zeichen jenes Ritters gewesen sein. Wo habe ich das nur schon einmal gesehen? Natürlich! Vor vielen Jahren, damals besaß ich noch mein Augenlicht, untersuchten wir die Stätte eines Übels, das die Orken verursacht hatten, wo kurz zuvor noch ein Seitenarm der Breite geflossen war, erstreckten sich nur noch Staub und Ödnis. Von einem kleinen Schrein der Donnernen war kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Und was noch da war, hatte unauslöslich die Farbe der Finsternis angenommen. Auf jenen Steinen prangte das gleiche Wappen wie auf dieser Tafel. Vielleicht erhältst du doch deine Antworten. Du findest die kleine Ruine am alten Flusslauf. Um dorthin zu kommen, musst du die Stadt durch die westlichen Tore verlassen. Dann musst du noch an der alten Mine vorbei. Praios sei mit dir auf deinem Weg. Praios mit dir. Hab Dank. Aber wir reisen natürlich über... Oh, geh zu Elgor in das Haus Wintertraum erst noch, okay. Etwas, was mir gehört. Bitte, ich weiß nicht, was ihr meint. Meine Karte, rückt sie rauch. Die Karte, die habe ich gefunden. Ich wüsste nicht, warum sie euch gehören sollte. Du kriechende Made, willst du sterben? Wo ist die Karte? Schnell, mein Freund, hilf mir. Komm, hauen wir dem auf die Nuss. Wo rennt der denn hin? Springt durchs Fenster hinaus. Klirr, Splitter, Peng. Ah, alles klar. Die Zwölfe zum Gruße. Der Halunke war hinter unserer Karte her. Hast du irgendwas über die Steintafel herausbekommen? Ein alter Ritter, dessen Erbe versteckt wurde? Das könnte alles Mögliche sein. Alte, rostige Waffen, ein längst verfaultes Pferd, historische Münzen oder einfach nur seine gesammelten Weisheiten. Aber bestimmt ist es was Wertvolles. Warum sonst sollte jemand so einen Aufwand betreiben, es zu verstecken? Gut, gut. Ich schlage vor, dass wir uns diesen Schrein mal anschauen. Die Zwölfe mit dir. Ich kann nochmal mit ihm reden. Warum? Die Zwölfe zum Gruße. Die Zwölfe mit dir. So, quatschen wir mal hier. Die Zwölfe zum Gruße. Gibt es eine neue Quest, die ich noch nicht gemacht habe? Hey du, willst du etwas Spaß haben? Wir hätten eine kleine Aufgabe, für die wir uns erkenntlich zeigen würden. Zwinkert aufreißend.
Wenn du es nicht so mit Frauen hast, finden wir sicher auch einen anderen Weg, dich zu befriedigen, kichert. Was ist? Hilfst du uns? Willst du Jalias Mutter vor dem schrecklichen Schicksal bewahren? Bis wir uns wiedersehen. Ja, mach mal. Die Damen im Haus Wintertraum brauchen dringend ihre Raya-Liebe-Tee. Finde heraus, was mit der Lieferung geschehen ist. Annehmen. Was ist hier passiert? Irgendwie war das seltsam. Dies war sehr seltsam gerade. Ich glaube, da hat sich irgendwas gerade überschnitten. Das hätte eigentlich so nicht direkt passieren dürfen. Na komm, treff ihn schon. Sehr seltsam. Schatzjagd. Ein wenig Erde und eine Handvoll Staub. Die Warnung, Raya liebt viel Schmiede. Gehe zu Firimaniga, frage nach der Lieferung. Genau. Aber wir sind ja bei der Quest hier dran. Dann reisen wir jetzt mal hier runter zum alten Flusslauf. Im Laufe der Zeit änderte die Breite viele Male ihren Lauf, was diesen Altarm allerdings in eine Wüstenei verwandelt hat, weiß niemand. Man munkelt von bösen Geistern oder gar dem Werk des schwarzen Borberat. So. Nehmt das. Die Performance ist wieder schön flüssig. Also keine Ahnung, woran das liegt. Bam. Ui, intelligenter Goblin-Strolz. Besonders groß und kräftig in diesem Goblin ist dieser Goblin nicht gerade. Mit krächzender Stimme. Mensch, du siehst aus, als ob du etwas suchst. Ich spüre, dass du etwas suchst und es ist hier zu finden. Was mag das wohl sein? Eine Tafel aus Stein, die zu deiner gehört. Ja, die habe ich gesehen. Krächzt. Sie ist in meinem Besitz. Ich würde sie dir geben. Aber nicht so einfach so. Du bekommst sie im Tausch. Drüben im Osten, da war einst eine Siedlung. Dort liegt Ritter Beromar begraben. Er und ich, wir gehörten einmal zusammen.
Wir hatten eine glückliche Zeit. Was krächzt, schaust du so? Glaubst du, ich war immer, schon immer in dieser Gestalt? Klar wie das Wasser, das hier floss, war ich und ebenso lebendig. Als Zeichen meiner Liebe gab ich Beruma ein Amulett, das er es trug, ermöglichte es mir, in dieser Welt zu bleiben, obwohl ich nicht hierher gehöre. Der Feenkreis dort drüben war von da an mein Heim und ich fühlte mich wohl in dieser Welt. Doch dann kamen die Schwarzpelze, grausame Kreaturen ohne Sinn und Verstand. Sie verheerten diesen Ort, ließen den Fluss versiegen und mich verdorren, und sie töteten Beruma. Er starb zu weit weg von hier, als dass ich mein Amulett hätte zurückholen können, und die Menschen begruben es mit ihm. Seitdem bin ich gefangen an diesem verwüsteten Ort. Das hätte er nicht gewollt, niemals. Geh nach Osten zu der Siedlung. Dort liegt mein Beruma und bei ihm mein Amulett. Bring es mir und du sollst den zweiten Teil deiner Tafel erhalten. Ja, das machen wir doch glatt. Das kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, das war vorher mal so eine Mini-Quest, die jetzt verändert worden ist. Die sie jetzt in diese große mit reingetan haben. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Haben wir irgendwas auf der Map eingezeichnet? Aha, da links oben. Vor dir ist ein Grab. Auf der Steinplatte steht Ritter Beruma, tapferer Streiter. Irgendwas. Du hast das Grab gefunden. Willst du nach dem Amulett graben? Oh ja. Elviras Amulett erhalten. Tief musst du nicht graben. Beruma trägt das Amulett an seinen Händen. Dann mal schleunigst zurück. Ja, die können uns mal. Die bekämpfen wir jetzt nicht. I'm the Running Man. Oh, was haben wir denn da? Vielleicht kann ich die einzeln bekämpfen. Erstmal Fährten suchen. Schnitter. Die Liebe zur Kriegsgöttin brennt irre in den Augen dieses schwächlichen Schlägers. Sie hat die Blutdurst in ihm geweckt. Ah, drei Stück. Suchen wir mal. Oh, kommt einfach da. So, das war's mit der Ausdauer. Ah ja, ist aber schon ganz ordentlich geworden. Gute Verteidigung. So, Gewürm. Ja? Bravo, ich gratuliere, du bist zäher als ich dachte. Ras Arrak. Klatsch betont lässig in die Hände. Nun aber genug. Du hast etwas, das ich will. Und ich habe etwas, das du willst. Wie wäre es, wenn wir einen Tausch vereinbaren? Du kriegst den kleinen Dicken und ich die Steintafel. Dank ihm bin ich hier. Der hält nichts aus. Nach einem zwei gebrochenen Knochen sang er wie ein Fücklein.
Er zwitscherte mir, dass ihr zum verstörten, zerstörten Schrein der Donnerschlampe wollt. Wolltet. Von da aus war es ein leichtes, dir zu folgen, aber davon habe ich genug. Komm zum verlassenen Dorf im Wald. Das ist nordwestlich von hier. Du bringst uns die Steintafeln und wir geben dir den Dicken. So einfach ist das. Bis dann. Verzieh dich. Ja, komm, steh schon auf. Du bist zurück. Ich fürchtete schon, die Blutsäufer haben dich getötet und mein Amulett hast du auch dabei. Ich spüre es. Sie kamen hier entlang, kurz nachdem du gegangen warst. Gib es mir. Ich halte es keinen Wimpernschlag länger in dieser Gestalt aus. Viel zu lange musste ich sie ertragen. Hex, Hex. Oh, Illuvia. Habt vielen Dank. Du hast mich gerettet. Gerettet vor einem Leben in trostloser Einsamkeit und Verzweiflung. Nun kann ich zurückkehren und dieses Tal des Jammers hinter mir lassen. Hier hast du den zweiten Teil der Steintafel, doch nimm dich in Acht, Anhänger des Blutsäufers waren hier und haben danach gesucht. Sie hatten dieselbe widerliche Aura wie jene abscheulichen Schwarzpelze, die diesen Ort verheerten. Ich fühle denselben Blutdurst in ihren Seelen, obwohl sie Menschen sind. Ich wünsche dir ein langes Leben. Ja, Boron mit dir. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, ich würde euch beide am Leben lassen. Oh, das sind eine Menge. Ich sollte mal lieber was Abstand gewinnen. So, der Rest muss so klappen. Fyrandra! Eine Übermacht? Wer will schon ewig leben? Los, hau den auch noch zu Moos.
er noch? Tairach ist unser Herr, ihm opfern wir und als nächstes frisst er dich. Brasorak ist mit mir, niederes Gewürm. Ich meine natürlich Rondra. Die Zwölfe zum Gruße. Hesinde sei Dank, du hast mich erneut gerettet und die Wissenschaft wieder vor einem tragischen Verlust bewahrt. Ui. Stell dir vor, der Kerl unter dem Steinrutsch in der Mine gehörte zu denen hier. Die Karte hatte er aus Werheim, aus dem geheimen Archiven der Priesterkaiser. Muss im Tagebuch eines Rondergeweihten gesteckt haben, das sie da unter Verschluss hatten. Der Rondrianer hat wiederum einen anderen Rondrianer irgendwo hier begraben. Das war während des ersten Orksturms. Eigentlich wollte ich ihn irgendwann noch heimführen, zu einem Oronda-gefälligen Begräbnis, doch dazu kam er nicht mehr. Dieser Schurke wollte seine Gebeine ausgraben und sie in einem Ritual ihrer blutigen Ronda opfern. Vogel zeigt. Was auch immer die hier verehren, Ronda ist es mit Sicherheit nicht. Sie haben mir Fingernägel ausgerissen, sowas tut keiner, der Rondra verehrt. Wohl wahr. Na, wie auch immer, wir sollten zusehen, die Gebeine zu finden und zu bergen, bevor es irgendjemand anders tut und sonst was mit ihnen anstellt. Wenn du jetzt beide Teile der Steintafel hast, kann der blinde Nazar sie bestimmt richtig lesen und uns helfen. Also lass uns zurück nach Greifenfort gehen. Du gehst zum Turm der Bruderschaft und ich in das Haus Wintertraum. Ich muss mich dringend erholen. Ich fürchte, den Rest unserer Reise wirst du allein bestreiten müssen. Mein geschwundener Leib muss sich dringend erholen. Okay, die Zwölfe okay. Mit dir. Bringe die Tafel zu Nazar. Wie weit ist das denn weg? Ja, da reisen wir mal wieder in der Schnellreisefunktion. Auf zum Ordensturm der Bannstrahler. Praios zum Gruße. Da bist du ja wieder, mein Kind. Du hast die zweite Hälfte der Tafel finden können. Zeig die doch einmal her. Nimm beide Hände in beide Hälften in seine Hände und tastet sie ab. Na. Magnus Fortes war der Name des Ritters und er war eine Leue der Göttin. Sein Kamerad, der diese Zeilen verfasste, legte ihn am Rande des Reichforstes zur Ruhe, südöstlich von Greifenfort. Er schreibt von einer Höhle unter einem Turm, da bestattete er ihn. Dort bleiben sollte er nie. Ihm ist es bestimmt, in den Schoß seiner Kirche heimzukehren, und du scheinst bestimmt, ihn zurückzuholen. Bring seine Überreste zur Rondraburg hier in Greifenfort. Am besten verlässt du Greifenfort ganz im Süden und durchquerst die Ruinen von Korbrunn ostwärts. Dann solltest du es finden. Praios sei mit dir auf deinen Wegen. Praios mit dir. Tja, dann reisen wir mal. Runter da. Ja, diese langen Quests sind schon ziemlich cool gemacht, finde ich. Schöne Storys, die miterzählt werden. Gefällt mir sehr gut.
werden dadurch natürlich etwas längere Let's Plays. Ich weiß auch gar nicht, sollten eigentlich dieses Jahr auch so richtig große Quests kommen, wo man mehrere Stunden braucht. Ich weiß nicht, ob die schon rausgekommen sind. Muss ich mal schauen. Die würde ich dann aber über mehrere Let's Plays machen. Ich daddel da kein 5-Stunden-Let's Play, wo ich dann Tage brauche zum Hochladen. Plattenhandschuhe. Was haben wir denn da Nettes entdeckt gerade? Ah, nee. Ich habe da bessere Handschuhe drin. So, einmal Fährten suchen, ganz klar. Kannst keine Spuren finden. Aber massig Orks hier. Wenigstens kann ich mich dieser schon erwehren jetzt. Nicht wie am Anfang. Komm mal auf den drauf. Ich glaube, das ist gebietsabhängig, dass die Performance so Probleme hat. Weil hier habe ich schon wieder 60 Frames, also das ist ganz komisch. Keine Ahnung. Da müssen sie echt noch ein bisschen an der Performance rumfallen. Ah, jetzt haben wir hier einen Boost bekommen. Sehr gut. Sollte vielleicht auch nochmal das Fährtensuchen steigern. 12. Gut versteckt zwischen zwei Felsen findest du den Eingang zur Höhle. Willst du hinabsteigen? Oh ja, das will ich. Dort drüben, da scheint der Grabhügel zu sein. Fette Höhlenspinne und fort war sie. Oh oh. Wasserleichen. Stufe 18. Eieiei. Hämmern wir mal schnell hier die Werte, die TP raus. Gehen wir in Sicherheit, bis die Energie wieder oben ist. Weiter im Vollbildmodus. Stufe 18, das ist natürlich schon ordentlich. Jahrelanger Aufenthalt im Wasser hat die Haut der Kreatur auf obskure Weise aufgedunsen. Wow, coole Beinkleider. Direkt mal ausrüsten. Geilomatico. 0,8 mehr Rüstungsschutz. 8,5. Dann ziehen wir nämlich hier das Angrosch-Amulett an. Sind bei 8,7 und müssen eigentlich auf 9 hochseppen. Ne, macht er nicht. Wieso? Rundet er nicht hoch? Der Rüstungswert senkt den physischen Schaden, den der Charakter erhält. Von jedem Treffer wird der Schadensberechnung von dem grundlegenden Rüstungsschutz abgeschoben. Der Schaden beträgt jedoch immer mindestens 1. 8,7 müsste eigentlich auf 9 hoch. War das nicht früher so, dass der hochgerundet wurde? Ja, dann ziehen wir es wieder aus. Dann bringt das natürlich nichts. Dann nehmen wir lieber einmal Mut rein. Volle Attacke! So, Fährtensuchen nochmal. Schon wieder weg, das Teil.
Boah. Ja gut, das ist 8 Stufen über mir. Hat's mich zerlegt. Mistkerl. So, ich nähere mich schon den 50 Minuten. Das wird ein langes Let's Play. Mach mal hier einen leckeren Apfel. Lecker, ein saftiger Apfel. Ah, sind noch ein paar Quests. Los geht's. Wenn ich ihn jetzt nicht down kriege, dann soll es mir egal sein. Ich habe die Beine schon. Yeah, besiegt. Sehr gut. Rondaburg in Greifenfurt. Ja, da reisen wir doch mal schnell per Schnellreise hin. Also sehr praktisch hier, dieser Traluper-Riese. Wenn man die Kartenteile schon entdeckt hat, da kann man echt flott mit reisen. Tretet näher, wenn ihr den Rat der Herrin Rondra sucht. Rondra zum Gruße. Rondra mit dir, mein Freund. Nazar hat mir bereits von dir und deiner Queste berichtet. Erzähl, was hast du herausfinden können in den letzten Tagen? Hört aufmerksam zu. Anhänger des Tairach waren ebenfalls hinter dem Gebein her bei Rondra. Was für ein Glück, dass du ihnen zuvorgekommen bist. Wer weiß, was sie für unheilige Pläne hatten. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast einen der unseren vor ewiger Verdammnis gerettet. Rondra segne dich. Wann immer du unsere Hilfe brauchst, zögere nicht, bei uns vorbeizusprechen. Als Ausdruck unseres Dankes möchte ich dir dieses Schwert überreichen. Möge es dir treu dienen. Ja, vielen Rondra Dank. Statt Gold und Juwelen habe ich die Gebeine eines Rondra-Geweihten bergen können. Dank mir fiel er nicht Tairach-Kultisten in die Hände, sondern ruht nun im Schoße seiner Kirche. Geilo, geilo, Matiko. Quest beendet. Schauen wir mal, was wir hier noch als Belohnung bekommen haben.
ein schönes Schwert, nämlich Donnerklinge. Yeah. Super Werte. Echt top. Tauschen wir natürlich direkt. Die andere Klinge brauchen wir nicht mehr. Die können wir jetzt verkaufen. Das Greifenschwert. Der Rest kann verkauft werden. Das mache ich aber im nächsten Take. Machen wir hier einen Break. Die Zwölfe mit euch. Nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.